Guten Morgen, ihr Lieben. Ich trinke gerade meinen Kaffee. Ich glaube, ich fange 90% meiner Videos an mit Guten Morgen, ich trinke gerade meinen Kaffee. Der Süße. Mein Mann hat gerade die Große in den Kindergarten gebracht und die kleine Albert hier rum. Ich esse einen Riegel und gleich gehen wir joggen. Ich möchte eigentlich 20 Kilometer joggen. Aber ich weiß nicht, ob ich die Lust dazu habe. Das dauert immer so ewig lange. Also es ist nicht mal, dass man keine Kraft hat am Ende. Es ist dieses, irgendwann wird es so langweilig. Man hat dann einfach keinen Bock mehr. Man läuft und läuft und läuft. Ach, ihr kennt meinen neuen Rekord noch gar nicht. Ich bin inzwischen schon 22 Kilometer gejoggt. Der letzte Stand war ja 15 Kilometer. Und dieser Stand wird 5 Kilometer sein. Ich hab einen Trick. Was denn? Sind Sie? Zeig. Mit Batterie? Mhm. Okay, ruf mich, wenn du das aufgebaut hast. Das geht nur mit kleinen. Mit kleinen Batterien haben wir auch. Nein, Leute. Guck. Ja. Ah, jetzt weiß ich, was ich mache. Scheiße. Oh. Ist das ein Trick oder muss ich irgendwas herausfinden? Nein, du wirst sehen. Das ist Magie. Pure Magie. Na jo. Unsere Löffel sind behindert. Bis jetzt. Die sind komplett rund. Der steht nicht. Unsere Löffel sind behindert! Nur stoi! Da bist du jetzt! Ich muss das ganze Video jetzt immer piep, piep, piep machen. Da bist du jetzt, warte, ich hole das kleine Löffel. Da, da, da. Mama! Tor! Mama, wo war das hier? Matri! Hey! Und jetzt? Was ist das? Was sollte da denn sein? Soll fliegen! Ich brauch 2 Euro, das ist bestimmt, weil das Kupfer ist. Hui! Boah! Heftig! Zauberer! Wir haben 15 Kilometer geschafft. Was möchtest du denn? Salz. Nein, das darfst du aber nicht. Jetzt wird ganz schnell gegessen und dann fahren wir auch schon in die Stadt, weil ich muss noch ein paar Klamotten haben für den Urlaub. So, das gibt es jetzt bei mir zu essen. Einmal Thunfisch, Zwiebeln mit Eier, Möhrchen und Frischkäse mit Candy Flavor oder Candy Splash in der Geschmacksrichtung Cheesecake Flavor. Ich nehme mal Eierlikör. Eierlikör ist richtig lecker. Cheesecake ist auch mega gut. Gutes Essen, ne? Gut. Oh, Mama Bibelstuhl ist am Ruhe. Ich hab Mama Bibelstuhl drin, ja? Nein! Nein! Und die Kleine ist mit mir. Du sollst, als ob sie nicht da ist. Du bist nicht da. Du bist echt nicht da. Kuchariku! So, mal schauen, ob ich was Cooles finde. Ich hoffe es. Ich freue mich. Wie lange warte ich schon? Hey, mit der Klitschettmaschine. Ja? Oh, ich hab die nicht. Rum, 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 rum. Hi, Juke! Schön. Und ich darf die Autotür nicht knallen, ey. Mach mal zu. Genau. Ja, ich knall die doch nicht. Stella, komm mal hier zu mir. Nur auf coole Art.
Die geht in den Fahrstuhl rein. Tun, 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 tun. Wir müssen das nochmal lernen mit der Kameramann. Wo müssen wir hin, Iggy? Wohin? Kukuriku! War dich ins Ohr, ey. Nein, nein, nein. Ich hab vor der Kamera gekannt, nicht ganz gewartet. So sind die. Denn. Ja, Papa muss immer Kamera mitbringen. Nettes Thema, Madeleine. Gigi, wo ist das Gemäga? Sanderling, geht weit. Natürlich müssen die Kinder als allererstes erstmal fahren. Okay, ich gehe rein und du kannst mit den Kindern hier bleiben, ja? Ja, da war ich. Werde ich. Okay, tschüss. Tschüss. Bis in 2 Stunden. Oh. Chase like that, yeah, I play so strong with a knife in the back. I'ma swing home run like a baseball bat. Gonna see me rise if you hate on that. I don't play both sides, do me no cap. I'ma ride or die for my dreams on tap. I'ma fly real high, you ain't see me slack. No, it's not how you fall, it's how you get right back up. That's how you get tough. Calluses on my hands so rough, yeah, I call your bluff. I'm not the one, mess with me, come out with none. Cause I'm so done, you had your fun. And now you're gonna face down the barrel of the gun. Cause I got a full clip, put your name on it. But I'ma let you slide cause you ain't worth it. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Time staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Meine Oma hat eine Glatze mit Geländer. Meine Oma ist eine ganz patente Frau. Ich zeige euch jetzt einmal, was wir gekauft haben. Und zwar haben wir einmal den Kindern das hier gekauft. Das war so ein Dreierpack, ein Pack, da waren 3 Teile drin. Und die Große hat genau das gleiche. 3 Radler-Shorts mitgenommen. Also das war eine Packung für 5 Euro. Das hat 7 gekostet. Für mich habe ich solche Schuhe, also ich hasse eigentlich hohe Schuhe und ich habe auch keine hohen Schuhe und ich kann auch nicht mit hohen Schuhen laufen. Dann habe ich 2 Kleider gekauft, einmal so ein schwarzes, dann dasselbe nochmal in beige und dann nochmal so ein ganz schlichtes schwarzes mit langen Armen. Und das war's, mehr habe ich nicht. Ich hoffe, das Kleid ist nicht zu kurz. Ich muss es gleich nochmal anziehen. Das war sehr, sehr kurz. Das Problem war einfach, es gab keine Sommersachen mehr. Es waren nur noch Herbst- und Wintersachen. Ich war einfach so enttäuscht, aber ich gehe so selten shoppen, dass ich nicht wusste, dass es jetzt schon die ganzen Herbstklamotten gibt. Ich habe eigentlich trägerlose Tops gesucht, aber es gab die nirgendwo. Ich bin glücklich, dass ich diese 2 Kleider, beziehungsweise 3 Kleider gefunden habe. Also das ist das schwarze Kleid, Entschuldigung für die Unordnung. Hinten sieht das so aus. Da sind die Schuhe. Wie gesagt, ich trage nie hohe Schuhe. Ich finde sie aber eigentlich ganz schick. Dafür, dass sie total gemütlich sind. Bei uns gibt es jetzt Abendessen. Für mich gibt es meine Lieblings-Honig-Fischstäbchen. Guten Appetit, Kinder. Es gibt einmal Brokkoli mit Fischstäbchen. Bei mir gibt es diese Fischstäbchen hier, da ist Honig-Senf-Soße drin und die sind so lecker. Und ich esse die immer mit Remoulade und schneide jetzt meinen Vlog weiter. Ich habe übrigens ein neues Schneideprogramm. Ich schneide jetzt mit dem Final Cut Pro. Okay Leute, versprochen, das ist das letzte Ende, was ich nachträglich aufnehme. Bei den anderen Videos habe ich daran gedacht und ich werde jetzt auch immer daran denken. Es war mir schon so peinlich, dass ich dachte, ich ziehe einfach die gleichen Klamotten an und tue so, als wäre es der gleiche Tag, aber nein, mache ich nicht. In dem nächsten Video werde ich euch zeigen, wie ich meinen Koffer für den Urlaub packe. Vielleicht interessiert es den einen oder anderen. Wenn ja, dann schaltet ein, wenn nicht, dann nicht. Falls ihr die anderen Videos nicht verpassen wollt, könnt ihr mir gerne ein Abo dalassen. Ich freue mich über jeden einzelnen von euch und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.